Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Channel, zu einem neuen Interview mit niemand anderem als Dirk Müller. Wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da, ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Dann fangen wir an. Normalerweise stelle ich auf meinem Channel die Gäste immer erstmal am Anfang vor. Ich glaube, heute muss ich das gar nicht machen. Zu Gast bei mir ist Dirk Müller, einer von Deutschlands bekanntesten Börsenmaklern. Hallo Dirk, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Steffen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und vor allem zu diesem, wie ich finde, doch traurigen wie wichtigen Thema. Ja, normalerweise geht es bei dir ja um Geld, Geldanlage, Aktienkurse, wo stehen die Kurse heute Morgen, wirtschaftliche Entwicklung. Heute soll es um ein anderes Thema gehen, nämlich um Betrug, genauer gesagt um Kryptobetrug. Nicht, dass du betrogen wurdest, sondern dass dein Name genutzt wird, dein Name missbraucht wird, um andere Leute zu betrügen. Dirk, zu Beginn möchtest du vielleicht mal zusammenfassen, was ist dir passiert, was ist die Story dahinter, wie ist das Ganze abgelaufen? Ach, es ist etwas, was, glaube ich, ganz vielen derzeit passiert. Ich bin da keine Ausnahme, sondern nur einer von ganz vielen. Das Internet ist momentan, weil es zu leicht geht, voll von Betrug, in dem Namen gekapert werden, in dem Identitäten gekapert werden. Und man wird, in meinem Fall beispielsweise, es wird dann auf Instagram, auf Facebook, aber das ist alles noch machbar, aber vor allem auf Telegram. Hier wird es ganz problematisch. Werden dann Konten eröffnet, werden Accounts eröffnet, die aussehen, als wären sie von mir oder entsprechend einem anderen, den es betrifft. Und da wird dann mit sehr großem Aufwand teilweise die Illusion erweckt, es wäre das Original-Account desjenigen mit Fotos, mit sogar mit Videostreams, die sie irgendwo geklaut haben, mit permanenten Nachrichten, die bedienen sich dann bei mir bei meinen normalen Seiten und kopieren das darüber und simulieren, als wäre das tatsächlich eine Seite von mir. Wie gesagt, bei anderen passiert das genauso. Um damit Abonnenten für ihren Kanal zu bekommen, was ja an sich schon schlimm genug wäre, aber das machen sie nur aus einem Grund, nämlich um dann, wenn diese Falle mal aufgebaut ist und die Leute das Vertrauen haben, hier auf einer seriösen Seite eines seriösen Menschen zu sein, dann die zu bespielen mit allen möglichen Betrugsangeboten. Und die Leute fallen drauf rein, weil sie denken, Mensch, dem vertrauen wir doch, da geben wir das Geld hin. Und vor allem findet das dann im Kryptobereich statt, wo du dann kaum noch eine Möglichkeit hast, irgendwas nachzuvollziehen. Wir haben da jetzt etliche Fälle von gesehen. Das nimmt wirklich Dimensionen an. Zuletzt vor einigen Monaten, als wir da geschaut haben, gab es, glaube ich, auf Telegram 7 oder 8 Accounts, die auf meinen Namen angemeldet waren. Und nur um eins klarzustellen, ich bin auch mit meiner Firma, wir sind auf Telegram nicht aktiv. Punkt. Wenn jemand auf Telegram sich als Dirk Müller oder Cashkurs ausgibt, ist das Betrug. Ich bin dort nicht aktiv, genau aus diesem Grund heraus. Bei Facebook, YouTube und so weiter, Instagram, dort haben wir ähnliche Problematiken, aber dort können wir wenigstens reagieren. Dort sind die Meta bzw. die Muttergesellschaften, da gibt es Ansprechpartner, da kann man relativ zügig innerhalb von 1, 2 Tagen oder kann man da wenigstens eine Löschung erreichen oder hat einen Ansprechpartner, da hat man wenigstens eine Möglichkeit, was zu tun. Bei Telegram hast du die Möglichkeit nicht, Telegram agiert aus Dubai heraus und hier gibt es offenkundig keine Strafverfolgung und keine Möglichkeiten der deutschen Justiz da vorzugehen und entsprechend ist da Betrug Tür und Tor geöffnet. Man kann nur warnen, Leute, seid vorsichtig, glaubt da nichts, sondern wir haben nicht mal die Möglichkeit, was dagegen zu tun. Du wirst als Straftäter geschützt, aber du wirst als Opfer, egal auf welcher Seite, wirst du im Stich gelassen. Ja, also sehr, sehr schwierig höre ich schon raus und auch mit sehr, sehr viel Aufwand tatsächlich. Wann hast du das denn das erste Mal mitbekommen und vor allen Dingen, wie hast du das damals mitbekommen? Also ganz akut war das vor knapp einem Jahr. Da haben mich Leute angeschrieben auf meinen normalen Account, meine ganz normale E-Mail-Adresse über Cashkurs, über die Webseite, ganz traditionell. Sagen, Mensch, Herr Müller, ich bin da auf Telegram, bin ich da mit Ihnen in Kontakt? Ich hoffe, Sie sind das. Aber es kommt mir jetzt alles merkwürdig vor. Ich wollte nur mal sicherstellen, dass ich da wirklich auch mit Ihnen spreche, weil das alles so ein bisschen merkwürdige Dinge annimmt. Und ich war aus allen Wolken gefallen. Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht auf Telegram, was immer Sie da tun, aber ich bin es nicht. Bitte sagen, schicken Sie mir mal, um was es da geht. Der hat mir dann sein Leid geklagt, hat mir seine Situation geschildert, hat mir Screenshots geschickt und daraufhin bin ich aus allen Wolken gefallen, weil da wurde mir erstmal klar, welche Dimension das annimmt. Und wenn du möchtest, Steffen, und für die Kunden vielleicht interessant, ich habe so ein paar Screenshots dabei, ich habe so ein bisschen den Ablauf dabei, auch was wir juristisch dann gemacht haben. Und wenn du möchtest, führe ich da gerne mal so ein bisschen durch die Ereignisse. Also es ist so ein bisschen Aktenzeichen XY, aber leider bleibt es auch hier ungelöst. Wenn
du möchtest, können wir da gerne mal kurz drauf reingehen. Sehr, sehr gerne. Ja, dann würde ich gerade mal den Bildschirm teilen. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ja, ich gucke hier nach links auf meinen Bildschirm. Ich schätze mal, von den Zuschauern ist es rechts, weil sich mein Bildschirm links befindet. So, siehst du bereits was? Ich sehe alles, ja. Wunderbar, dann hoffe ich, dass die Zuschauer das auch sehen können. Sie sehen hier ganz oft mich, aber tatsächlich, das ist auf Telegram-Seiten, die definitiv nicht von mir sind. Wie gesagt, ich bin auf Telegram nicht aktiv, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was Sie hier sehen, sind Fake-Accounts, die recht gut gemacht sind. Sie sehen dann hier mein Gesicht, Sie sehen meinen Namen drunter und das sind dann unterschiedliche Einträge. Einmal heißt das Konto Dirk-Müller, einmal heißt es ganz schräg, aber Dirk Müller als Name, aber der Benutzername ist was ganz merkwürdig. Alertbot, mal ist es Dirk Müller Cashkurs. Also suchen sich was raus. Also da sind die recht kreativ und sie sehen auch, dass sie zum Teil bereits ziemlich viele Abonnenten haben. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also sieht erstmal sehr seriös aus oder über mein Gesicht mit dabei, zumindest das macht es wohl dann irgendwie seriös. Und hier haben wir dann auch nochmal so zwei Accounts. Also das sind ganz viele. Ich habe jetzt hier mal ein paar Ausschnitte gebracht. Das ist jedes ein separates Account. Ob die zu dem gleichen Täterkreis gehört, das kann ich schlecht sagen. Aber hier haben wir zum Beispiel auch cashkurs.com, Dirk Müller. Hier ist dann der Link Dirk Müller 00, Dirk Müller Cashkurs mit 569 Abonnenten, mit 2200 Abonnenten. Aber das geht auch noch heftiger. Hier haben wir eine Seite, die hat 3.500 Abonnenten. Und hier sehen Sie auch, so wird es dann gemacht auf Telegram. Hier werden dann Beiträge von meinen normalen YouTube-Seiten oder von Instagram oder von meiner offiziellen Webseite bei cashkurs.com Beiträge geklaut, verlinkt. Es wird hier ein Aufwand betrieben und so getan, als wären, das sind ganz normale Beiträge, die jetzt gar nichts mit Krypto oder sowas zu tun haben, sondern einfach nur, die nichts anderes tun, als den Leuten die Illusion geben, dass es eben meine Seite ist mit meinen Beiträgen, wo auch meine Videos ablaufen und so weiter. Also wie soll ein Laie unterscheiden, ob das jetzt wirklich meine Seite ist oder nicht. Du kannst es praktisch so gut wie nicht unterscheiden. Dann siehst du jetzt hier haben wir sogar über 23.000 Abonnenten. Da siehst du mal, wie viele Leute da schon drauf reinfallen auf diesen Account, die alle glauben, sie sind mit mir in Kontakt. Ja, die alle Gedanken sind auf meiner Seite. Und hier geht es dann, nachdem diese Einführung, diese Vertrauen hergestellt wurde mit ganz normalen Beiträgen, da geht es dann plötzlich dann in das Investieren. Ach, Sie können auch Geld verdienen. Halten Sie Investitionsanfragen aufrecht. Ich bin rund um die Uhr online. Senden Sie Investitionsnachricht. Investor wählt Investitionsplan 10.000, 100.000 Dollar, finanzieren Sie Ihre Investitionen, verfügen Zahlungsmethoden und so weiter. Hier geht es dann wirklich dann in die Krypto-Geschichten rein, die Leute reinzuziehen, ihnen zu zeigen, wie sie einen Account eröffnen, wie sie einen Wallet eröffnen, wie sie am besten Geld in Kryptos umwechseln und wie sie idealerweise mir, Dirk Müller, dann dieses Geld zuschicken können, über eine entsprechende Exchange auf mein Wallet und ich würde es dann für sie anlegen und dann viel Rendite für sie erwirtschaften, dann würde ich ihnen das Geld zurücküberweisen. So funktioniert das Spiel hier. Ne? Und die Leute fallen da tatsächlich auch drauf rein. Als du das damals mitbekommen hast, ne, wie hast du dich da gefühlt, als du das erste Mal damit konfrontiert worden bist? Ja, erstmal bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen, habe gesagt, Mensch, ich wusste ja, dass das Internet, dass da viel Sauereien passiert, aber das ist schon ziemlich dreist. Vor allem haben mir natürlich die Leute leid getan. Ne? Wer mich da anschreibt, das waren inzwischen ja mehrere, die sind natürlich entsetzt. Also die haben zum Teil sehr, sehr viel Geld verloren. Ja, das sind Menschen, die haben da ihr Geld investiert in den Vertrauen auf meine Person und plötzlich ist ihr Geld weg. Das ist natürlich das, was mir am meisten Gedanken macht. Ich sage, Mensch, für die geht es um die Altersvorsorge und viele andere Dinge mehr. Ne? Und dass mein Name dafür missbraucht wird, macht natürlich keinen Spaß. Und natürlich war sofort die erste Reaktion, da musst du gegen vorgehen, da muss jetzt juristisch gegen vorgehen. Dem muss man doch habhaft werden können oder zumindest das unterbinden, dass das beendet wird. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Die Frage stellte sich ja nicht. Ja? Hier ist offenkundiger Betrug und Missbrauch meiner Markenrechte, meines Bildes, alle möglichen Dinge, die einem da sofort einfallen als Straftatbestände. Und ich sage, das ist ja gar kein Problem, da werden wir jetzt mal sofort juristisch gegen vorgehen. So war meine naive Denkweise zu jedem Zeitpunkt noch. Also ihr seht das ja hier so ein bisschen auf den Screenshots, wie sowas dann funktioniert, kann man sich dann vorstellen. Ich habe da ein bisschen dann die Dinge, wo man also zurückschlüsseln auf denjenigen, der es mir geschickt hat, kann, habe ich dann geschwärzt. Aber man sieht da ein bisschen, ne? Hier, ja, sehr gerne, ich würde mal mit 3.000 Euro beginnen, dass ich hoffe, dass ich das vermehrt, so Gott will und so weiter. Ne? Und dann, ja, das müssen Sie so und so machen, so können Sie mich kontaktieren, so können Sie mir das Geld schicken, dann müssen Sie das und das angeben und so weiter und so weiter.
So, jetzt hier habe ich dann entsprechend ich habe Ihnen auch da mal auch immer die euch mal die Mails mitgebracht. Also wir gehen da wirklich mal ins Eingemachte, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann. Also der schrieb mich also an, ob ich das wirklich wäre. Ich so, um Gottes Willen, das ist es nicht. So, und dann kam diese Mail zurück. Hallo Herr Müller, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Auf Telegram gibt es eine Gruppe Dirk Müller Cash Kurs. Dort laufen Auszüge Ihrer Videos und Werbung für Kryptowährungen. Unter anderem wird damit geworben, dass man Kryptowährungen über Blockchain erwirbt und diese an Sie weiterleitet, damit Sie diese Anlegung mit hohen Gewinnversprechen nach wenigen Tagen zurückzahlen. Ich meine, natürlich, da sollte man drauf kommen und sagen, völliger Bullshit, ja, kann ja nur Betrug sein, aber die Leute sind eben leichtgläubig und wenn das mit einem guten Namen versehen ist, dann funktioniert das. Sieht alles sehr echt aus mit Ihrem Profilbild. Ich habe für 1000 Euro Bitcoins gekauft und wollte diese an Sie weiterleiten. Allerdings wurde der Transfer von Blockchain gestoppt, in diesem Fall Gott sei Dank. Nach mehrmaligem Schriftverkehr habe ich gedacht, ich schreibe Sie jetzt auf diesem Wege an. Zum Glück, bin eigentlich großer Fan von Ihnen, hatte von Anfang an ein komisches Gefühl bei der Sache, bin eigentlich eher vorsichtig bei Investieren, aber habe auf Ihren guten Namen vertraut und wäre fast reingefallen. Hab jetzt alles gestoppt, hoffentlich nicht zu spät. Mit freundlichen Grüßen. Und daraufhin habe ich gesagt, hallo Herr XY, das ist schockierend, da steckt hochgradig kriminelle Energie dahinter, damit habe ich absolut nichts zu tun. Wir haben einen der besten Medienrechtsanwälte kontaktiert, tatsächlich ein sehr bekannter Name sogar, der hat abgewunken. Da war ich erstmal irritiert. Der sagte wörtlich: Könnt ihr vergessen, Telegram sitzt in Dubai und die interessiert das wörtlich einen Scheiß. Die verfolgen solche Straftaten nicht. Immer mehr Betrüger ziehen nach Dubai, da sie da nicht belangt werden, wenn sie von da aus in Europa ihren Machenschaften nachgehen. Fand ich faszinierend, ja. Also, da habe ich gesagt, aber wir erstatten auf jeden Fall, da ja aktuell Anzeige bei der Polizei gegen unbekannt wegen Betrugs, dann muss die deutsche Justiz zumindest versuchen, aktiv zu werden. Zudem werde ich in den nächsten Tagen über meine Kanäle die Menschen warnen, was ich getan habe. Mehr kann ich leider nicht machen, auch wenn es einen mit Wut zurücklässt, denn das schadet ja mir massiv, denn die Menschen verlieren ihr Geld und denken, das war der Müller, ja. Ganz herzlichen Dank für Ihre Nachrichtinformationen. Ich hoffe, Sie konnten Ihr Geld retten. Daraufhin haben wir, wie angekündigt, Strafanzeige erstattet, wie man das so macht, uns einen guten Anwalt genommen, Strafanzeige erstattet bei der Staatsanwaltschaft Mannheim, das ist bei mir hier zuständig, gegen unbekannte Betreiber der Telegram-Kanäle und so weiter, wegen Betrugs, sehr geehrte Damen und Herren. Ihr seht das hier, was wir für eine Strafanzeige gestellt haben. Haben darauf in dieser Anzeige auch darauf hingewiesen, dass wir schon mehr solcher ähnlicher Fälle hatten in anderen Bereichen, denn da passiert das auch. Wir finden das nämlich permanent beispielsweise auf Facebook. Haben wir es in der Strafanzeige mit aufgenommen. Möglicherweise steht der Betrieb dieser Telegram-Fake-Kanäle im Zusammenhang mit ähnlich klingenden Fake-Profilen, über die seit einigen Monaten ein bis zweimal pro Woche auf der Facebook-Seite Cashkurs unsere Mandanten für einen offensichtlich unseriösen Bitcoin-Dienst geworben und diesen Dienst lobende Kommentare abgesetzt werden. Für diese Fake-Profile werden selbstverständlich ohne die Erlaubnis unserer Mandanten die Profil- und Headerbilder unserer Mandanten genutzt. Die jeweiligen Nutzernamen unterscheiden sich meist nur dadurch von den Mandanten, dass ein Buchstabe fett, kursiv oder mit Apostroph geschrieben wird, sodass auf den ersten Blick nicht auffällt, dass es sich hier nicht um die echten Nutzerprofile handelt. Unsere Mandanten löschen diese Profile immer sofort, wenn sie sie sehen, melden, sperren, blockieren diese bei Facebook. Die sind Gott sei Dank kooperativ, aber es ist unheimlich Aufwand und 2 Tage später geht das von vorne los und du kannst nichts gegen tun, ne? Die verschwinden dann nach ein paar Tagen und tauchen dann wieder auf. Also, das haben wir alles als Strafanzeige gestellt, eben auch diese Betrugsabsicht auf Telegram, und waren jetzt gespannt auf die Antwort der Staatsanwaltschaft. Und die kam prompt und erschreckend. Die Strafanzeige des Dirk Müller und der Finanzedus GmbH wird gemäß Paragraph 152 keine Folge gegeben, also eingestellt. Es besteht kein Anfangsverdacht, dass sich der unbekannte Täter durch die Aufforderung der Zahlung von Bitcoin wegen Betruges strafbar gemacht haben könnte. Nee, natürlich nicht. Absolut nicht. Da bleibt man sprachlos zurück. Nee, kann man nicht auf die Idee kommen, dass da ein Straftat dahinter steckt. Nee, völlig ausgeschlossen. Ja. Das verstehen aber keine, das kommt das Beste hier. Man könnte ihm vielleicht dem Täter dies oder jenes zur Last legen, aber es bestehen keine erfolgsversprechenden Ermittlungsansätze zur Identifizierung des Täters. Anfragen bei den verantwortlichen Messenger-Dienstes Telegram sind nicht erfolgversprechend. Zum einen erscheint ausgeschlossen, dass dort die Echtpersonalien hinterlegt sind. Zum anderen wären Ermittlungen bei den Verantwortlichen ausschließlich im Wege der Rechtshilfe möglich. Diese ist aber vorliegend aufgrund des Umstandes, dass der Strafrahmen nur maximal ein Jahr beträgt, ausgeschlossen. Aber Sie können ja zivilrechtlich klagen. Klar,
ich kann zivilrechtlich gegen Unbekannt in Dubai klagen. Viel Spaß dabei. Also ich weise hier die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass hier ein groß angelegter Betrug zu Lasten tausender Menschen in Deutschland stattfindet. Und die Staatsanwaltschaft sagt, interessiert uns einen Scheiß. Ja, habe ich mir nicht gefallen lassen, habe ich gesagt, okay, machen wir natürlich eine Klage bzw. Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe gegen diesen Bescheid. Beschwerde, und da kommt es genauso zurück, Beschwerde Ihres Mandanten gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft Mannheim. Nach dem Ereignis meiner Überprüfung gebe ich ihr keine Folge. Also auch die Beschwerde wurde abgelegt. Also, im Hinblick auf den prozessual gesondert zu behandelnden Verdacht, also Sie haben zumindest jetzt mal eingeräumt, dass hier meine Markenrechte verletzt werden, was die Mannheimer schon abgelehnt hatten. Ich hätte gar keine Marken. Rechte, da haben sie einfach mal nicht ins Register geschaut. Die Karlsruhe haben da gesagt, ja, ihr habt da Markenrechte, aber es interessiert uns nicht, die können wir in Dubai nicht durchsetzen, habt ihr halt Pech gehabt, sagen die hier direkt. Im Hinblick auf den prozessual gesondert zu behandelnden Fall des gewerbsmäßigen Betruges ist ihr Mandant ja aber gar nicht verletzter. Also ich wurde nicht betrogen, sondern nur irgendwelche anderen Leute. Und deshalb ist diese Beschwerde unzulässig. Und wie uns interessiert das nicht, ob tausende Leute betrogen werden. Die Beschwerde ist als Sachbeschwerde darüber hinaus auch deshalb unzulässig, weil der Klageerzwingungsantrag nur gegen einen bestimmten oder zumindest bestimmbaren Beschuldigten zulässig ist. Aber auch unter Berücksichtigung ihrer Beschwerde vorbringt, ist keine Person bestimmt oder bestimmbar. Klar, unbekannt. Ich weiß ja noch nicht, wer beschissen hat. Das sollt ihr ja rauskriegen. Aber da ihr es nicht rauskriegen wollt, kann ich gegen den auch nicht klagen. Es besteht zwar, wie von Ihnen zutreffend in der Beschwerdegründung angeführt, zum Nachteil Ihres Mandanten der Anfangsverdacht einer strafbaren Kennzeichnungsverletzung. Zugleich besteht der Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen Kunsturhebergesetz, Verwendung von Bildern von Mandanten und so weiter. Allerdings bestehen keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze zur Identifizierung der Täterschaft. Insoweit nehme ich auf die Bezug auf die Begründung der Staatsanwaltschaft Mannheim. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ermittlungen könnten allenfalls über den Messenger-Dienst Telegram erfolgen. Dieser hat seinen Sitz in Dubai. Eine nationale Niederlassung in Deutschland existiert nicht. Eine freiwillige Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden ist nicht bekannt. Auch unter Berücksichtigung, dass aus kriminalistischer Erfahrung nicht mit der Registrierung des unbekannten Täters mit Echtpersonalien gerechnet werden kann und schon wegen anzunehmender Erfolglosigkeit der Ermittlungen im Wege der Rechtshilfe als unverhältnismäßig zu werten sind, verbleibt es bei der Einstellung des Verfahrens. Kurzum, Telegram hilft uns leider nicht weiter, Dubai interessiert es auch nicht, also tut uns leid, können wir nichts machen. Heißt nichts anderes als liebe Straftäter, liebe Betrüger, geht nach Dubai, bescheißt, was das Zeug hält, ihr könnt betrügen, ihr könnt die Leute über den Tisch ziehen, ihr könnt machen, was ihr wollt, es ist vollkommen egal. Voraussetzt, ihr bescheißt niemanden in Dubai, da wird die Dubai-Behörde nervös und da sagen die, das dürft ihr nicht, dann gehen wir gegen euch vor. Solange ihr aus Dubai heraus aber nur die bescheißt in Europa, in Deutschland, könnt ihr machen, was ihr wollt, die deutschen Behörden können leider nichts machen. Das heißt, wenn du und ich, Steffen, wenn wir unsere AGB, in unseren AGBs, in unserer Webseite einen halben Satz vergessen, dann kriegen wir einen Abmahnanwalt an die Backe und haben richtig Freude dran. Wenn du allerdings aus Dubai heraus Tausende von Menschen um Hunderttausende von Euro bringst, dann ist das vollkommen okay. Da kann man leider nichts gegen machen. Und wenn du natürlich auf einer dieser Social-Media-Plattformen irgendetwas Regierungskritisches sagst, also beispielsweise über die Grünen oder über irgendwelche politischen Themen, die dir nicht gefallen, dann hast du ganz schnell eine Strafverfolgung an der Hacke, ja, von Frau Strack-Zimmermann zum Beispiel. Wenn du aber aus Dubai heraus tausende Menschen um sehr viel Geld bringst, ist das vollkommen okay. Finde den Fehler. Also vielleicht für meine Zuschauer, wer meine Gesichtsentgleisung gerade gesehen hat. Ich habe das tatsächlich auch gerade das erste Mal gesehen und bin tatsächlich schockiert, dass es wirklich so abgewatscht wurde, mehr oder weniger. Und ich finde es auch interessant, weil ich in dem einen oder anderen Video immer darauf hinweise, dass es ja einen Grund hat, warum viele, viele Krypto, sagen wir mal Projekte, die so hier im europäischen Raum aktiv sind, in Dubai sitzen, warum die Verantwortlichen in Dubai sitzen und warum gerade Telegram benutzt wird. Ich erläutere euch immer, dass das einen Grund hat und tatsächlich scheint sich das hier zu bewahrheiten, dass das eben genau einen Grund haben könnte. Ja, das scheint. Ja, das hat jetzt nichts mehr mit dem Telegram-Fall zu tun. Das sind so andere lustige Sachen. Ne? Da versucht dann jemanden auch über Kryptobetrug, die uns angeschrieben haben, und weist sich hier aus mit meinem Konterfei auf einer englischen, auf einem englischen Führerschein. Also ich meine, wie man auf sowas reinfallen kann, ist mir auch ein Rätsel. Also da passt überhaupt nichts zusammen. Aber mein Gott, die Menschen sind oftmals leichtgläubig und da passiert. Aber allein diese Kreativität, ja, ein Foto von mir aus dem Internet zu nehmen und sich damit eine
eine Fahrzeuglizenz auszustellen, ist, finde ich, lustig. Ne? Das hier hat mir ein Kollege geschickt, das ist eine E-Mail, auch ist jetzt ein anderer Fall. Und hier schrieb mir ein Kollege nach dem Gespräch mit dem Kunden oder der Kundin. Ich habe um Erlaubnis gefragt, das so veröffentlichen zu dürfen, habe das aber auch neutralisiert, was die Namen angeht. Habe da mal eben angerufen bei meinem Kontakt und es war tatsächlich so, dass die Frau schon 500 Euro eingezahlt hatte und damit innerhalb von einem Tag jeweils 5% Gewinn gemacht hat. Also Schneeballsystem, ne? Und das über mehrere Tage und wollte dann, nachdem sie 25% innerhalb einer Woche verdient hatte, weitere 5.000 Euro einzahlen. Also erstmal anfüttern und dann, wenn die großen Summen kommen, kommen die eben nicht mehr zurück. Das wiederum hat ihr Mann mitbekommen und sie gewarnt, weil dieses Bild offen, also von mir, offensichtlich gefaked war. Daraufhin hat seine Frau diesen Betrügern vorgespielt, dass ich das Geld kurzfristig brauche, dann aber deutlich mehr anlegen würde. Sie hat tatsächlich den Gesamtbetrag zurückbekommen und seitdem hat der Typ mehrfach versucht, sie zu erreichen. Sie hat ihn aber blockiert. Die Strafanzeige wird wohl innerhalb von 3 Monaten eingestellt werden, weil diesen ausländischen Betrügern keiner habhaft werden kann. Das Ehepaar würde sich bei mir melden, wenn dann doch noch was rauskommen sollte. Also Anzeige wurde erstattet, aber es wurde dann eingestellt und so weiter. Das ist ein weiterer Fall, der mir zugespielt wurde, beziehungsweise wo mich jemand angeschrieben hat, ebenfalls mit dem Entsetzen, der schon das Geld verloren hatte. Also bei dem ersten Fall war es noch so, dass nur dieser große Betrug stattfand, aber derjenige, der mich angeschrieben hatte, hat sein Geld rechtzeitig rausziehen können und wir haben dann einfach nur die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, um diesen Betrug zu beenden. Die haben gesagt, ist ja gar keiner betroffen worden. Hier ist jetzt direkt der Fall, wo auch jemand akut sehr viel Geld verloren hat, 60.000 Euro. Hallo Herr Müller, ich trade in meiner Freizeit, bin auf Telegram, auf einen Herrn Günther K. und seinen Vertreter Fred getroffen, die mir einiges über das Traden gezeigt haben und mir einen Investmentplan vorgestellt haben, wo am Anfang sehr gut angehört hat. Die beiden nutzen die Internetseite, mir sagt das nichts, bei der auch ich angemeldet bin und meine Gewinne sehen kann. Die beiden sind mit ihnen in Kontakt und haben mir gesagt, dass sie kennen. Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe mittlerweile 60.000 Euro investiert und bekomme meinen Gewinn nicht, weil mein Gewinn angeblich zu ihrer, also meiner Wallet gesendet wurde, weil die Summe zu groß ist. Also da muss man erstmal, so leicht glaube ich, muss man erstmal sein, ja, aber mein Gott, was glaubt man nicht alles, wenn es ums Geld geht, ne? Aber will man nicht glauben. Problem ist jetzt auf Bootrex ist mein Geld weg und es soll bei Ihnen sein. Nein, ich kann versichern, ich habe es nicht, ganz ehrlich nicht. Ich habe alles, was ich auf der Seite hatte, investiert, wie gesagt, ca. 60.000. Können Sie mir helfen, meinen Gewinn zu bekommen? Bitte helfen Sie mir, ich hoffe, es sind keine Betrüger. Das ist die letzte E-Mail, die ich von Bootrex bekommen habe. Die wollen, dass ich nochmal 2.500 an die sende, um mein Geld zu erhalten. Ich bitte helfen Sie mir. Ich habe ihm nur geschrieben, Sie sehen mich entsetzt, ich habe damit absolut nichts zu tun und kenne weder die Herren noch die Firma. Ich würde dringend raten, Strafanzeige zu erstatten. Wir werden das ebenfalls juristisch verfolgen lassen. Herr Müller, ich bin gerade selbst entsetzt. Ich habe mein Ersparnis verloren, hatte gehofft, bei Ihnen etwas Hoffnung zu haben. Wie soll ich daran vorgehen? Wie soll ich vorangehen? Soll ich zur Polizei gehen? Aber es wird wahrscheinlich nichts bringen, wenn die nicht verfolgt werden können. Danke, dass Sie mir geantwortet haben. Und das war dann auch noch unterlegt mit meinen Bildern, damit es auch ja glaubwürdig aussieht. Ja. Also, ich glaube, man hat so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie sowas funktioniert und was für ein Aufwand da hinten dran steht. Und ich kann nur ganz, ganz dringend raten, Leute, seid vorsichtig. Nochmal, ich habe für mich die Konsequenz gezogen, da ich auf allen anderen Kanälen zumindest eine Chance habe, über die Betreiber der Webseite, der Seiten bei Facebook oder bei Instagram oder so weiter, dagegen vorzugehen, natürlich auf unseren eigenen Seiten sowieso. Da kann ich aktiv werden. Aber auf Telegram haben wir keine Möglichkeit. Deshalb gab es für mich nur die eine einzige logische Konsequenz. Ich bin auf Telegram nicht aktiv. Wenn euch jemand mit meinem Namen, mit meinem Gesicht, mit meinen Themen, mit Cashkurs auf Telegram begegnet, scheißt ihn zusammen, macht ihn rund, warnt andere, es ist Betrug. Ich werde auf Telegram auch nicht aktiv werden. Genau aus diesem Grund, weil ihr würdet, selbst wenn ich dort jetzt meinen eigenen Kanal aufmachen würde, du wirst dann nicht mehr unterscheiden können, was ist Fiktion und was ist jetzt echt und was ist nicht echt. Also sage ich, ich bin auf Telegram überhaupt nicht aktiv. Wer dort aktiv ist mit meinem Namen, ist ein Betrüger, Punkt, aus. Damit könnt ihr arbeiten. Auf allen anderen Seiten geht davon aus, dass ich es auch bin. Im Zweifel fragt es nach. Wenn euch was merkwürdig vorkommt, schreibt uns direkt über die Webseite an oder sonst was. Nochmal, das Problem betrifft nicht nur mich. Es ist gar nicht mal so einfach, dieses Thema zu thematisieren hier öffentlich. Denn eins ist ja auch klar, in dem Moment, was wir jetzt hier machen, Steffen, dieses Video zu launchen, werden die Leute natürlich sagen, oh, warte mal, da wird ganz oft im Internet mit dem Namen Dirk Müller betrogen. Jetzt, wenn ich jetzt irgendwas im Internet sehe,
Ja, kann ich gar nicht sicher sein, ist es wirklich vom Dirk Müller oder ist es vielleicht jetzt irgendwas, wo mit seinem Namen betrogen wurde? Und das ist natürlich für mich dann extrem gefährlich und schädlich für all meine Tätigkeiten. So kannst du jemand natürlich auch kaputt machen. Im Übrigen war das früher eine Kriegslist oder eine Entlässung, von was man sehr oft Angst hatte, dass der Kriegsgegner im eigenen Land Falschgeld in Umlauf bringt. Also, dass beispielsweise die Russen dann in Deutschland massiv Falschgeld verteilt hätten, deutsche Mark damals im großen Umfang als Falschgeld auf den Markt gebracht hätten, dann wäre damit das Vertrauen in das Geldsystem kaputt gegangen. Die Leute hätten nicht gewusst, ist dieser Schein echt oder nicht, und man hätte dem Geld gar nicht mehr vertraut und damit wäre das Geldsystem zusammengebrochen. Deshalb hatte man für solche Fälle nochmal eine Notwährung separiert gelagert gehabt, um für solchen Fällen zu begegnen. Das Gleiche passiert hier. Wenn hier mit dem Namen einer Person in diesem großen Umfang Schindluder getrieben wird, können die Leute nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt von dieser Person echt und was nicht, und meiden es grundsätzlich. Und das macht diese Person schlichtweg kaputt. Ja, also Gott sei Dank bin ich in einer starken Position, dass ich sage, dann ist das halt so. Aber für viele andere ist das existenzgefährdend. Und deswegen, ja, das ist nicht einfach. Viele gehen damit gar nicht raus, sondern reden auch gar nicht drüber, sagen, dann werden die Leute halt betrogen. Aber viel schlimmer ist es, wenn das mit mir in Zusammenhang angebracht wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Menschen davor zu warnen und zu sagen, passt da auf. Wie gesagt, nicht nur bei mir, sondern bei jedem anderen, der irgendwie einen guten Namen da draußen hat, wird versucht, dessen Namen, wo immer es möglich ist, zu missbrauchen. Und das geht heute natürlich, jetzt gerade, was jetzt sich eine künstliche Intelligenz entwickelt, mit Deepfakes, was Stimmen angeht, was Videos angeht. Da kann ich mir vorstellen, was demnächst passiert, wie sie dann auch Videos von mir vielleicht auf Telegram verwenden, wo ich zu was ich was aufrufe, und ich weiß von gar nichts. Ja, ich finde es tatsächlich interessant, dass ich jetzt in diesen Beispielen, die du genannt hast, mehrere Sachen gesehen habe, wo ich auch schon mit Rechtsanwälten darüber gesprochen hatte, dass die Leute, wenn schon Schaden angerichtet wurde, nochmals dazu animiert werden, noch mehr Geld hinterherzulegen und dass sie dann wirklich bis aufs Letzte quasi ausgenommen werden. Und das zeigt sehr, sehr eindrucksvoll, wie skrupellos die Leute auch sind, die im Hintergrund aktiv sind, ne? Absolut, ja. Und ja, ich muss ehrlich sagen, früher hätte ich mich darüber sehr, sehr aufgeregt, aber heute habe ich eine andere Sichtweise drauf. Ich selbst habe mich sehr, sehr verändert in den letzten Jahren, habe eine sehr, ich sag mal, buddhistische, taoistische Sichtweise auf die Welt bekommen und auf viele Dinge. Und ich sage mir, für mich sind es auch diese Betrüger, ganz arme Schweine. Wie hat mal ein lieber Freund gesagt, jeder lebt in seiner privaten Hölle und mancher legt noch aktiv Kohle nach. Ja? Und bei denen ist das ja so, wenn jemand so dringend, unbedingt Geld, Luxusgüter irgendwo haben will, dass er dafür Verbrechen begeht, in was für einem inneren Zwang lebt er, in was für Zwängen lebt er, in was für einer selbstgemachten Welt lebt er. Der Buddhist sagt ja schon, das Leben ist Leiden. Die sind sich oft darüber nur gar nicht bewusst. Und wenn man ein anderes Leben führt, ein glückliches Leben, zufriedenes Leben, dankbares Leben, dann weiß man erstmal, wie gut das Leben sein kann, wie glücklich man sein kann. Und dann weiß man, wie unglücklich diese armen Teufel sind, die diese Verbrechen begehen. Deswegen, ja, es ist so, wie es ist, und es hat alles sein Karma, es kommt alles auf jeden zurück, was man so im Leben anstellt, und vielleicht erst ein paar Jahre später. Aber glücklich werden die damit mit Sicherheit nicht. Aber es hilft natürlich dem Einzelnen, der jetzt sein Geld verloren hat, auch nicht weiter. Der sagt, scheiße mal, was nutzt mir es, wenn der jetzt irgendwann ein schlechtes Gewissen hat, oder ja, also sei es so. Passt auf, lasst euch nicht über den Leisten ziehen, seid vorsichtig mit all diesen Dingen und gerade in diesem Kryptobereich. Ich weiß schon, warum ich von dem Scheiß nichts halte. Ja. Damit würde ich gerne noch so eine Kerbe schlagen. Du hattest gerade gemeint, du weißt schon, warum du so von Kryptos nichts hältst. Jetzt nur ganz aktuell im Jahr 2024? Oder wie siehst du das so auf Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahre vielleicht? Also ich war noch nie ein Fan der Kryptowährung. Ich hab mich nie dagegen ausgesprochen, damit zu zocken. Deshalb, wer es machen will, soll es tun. Ich habe auch immer gesagt, man kann möglicherweise damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja, aber ich halte es für keinen. Ich sehe nicht, dass es einen volkswirtschaftlichen Nutzen stiftet. Ich sehe nicht, dass es einen wirklichen Sinn ergibt. Es wird auch nicht irgendwo zu Zahlungsdingen genutzt. Es wird sehr, sehr viel für Betrug genutzt oder als Selbstzweck, dass mir morgen einer mehr zahlt als heute. Aber einen wirklich volkswirtschaftlichen Nutzen darüber hinaus sehe ich keinen. Im Gegenteil, ich sehe die Kryptowährung als Vorläufer von staatlichen digitalen Währungen, die dann das Gegenteil von Freiheit sein werden, die sehr, sehr am Ende für die Kontrolle des Einzelnen stehen werden, die programmierbare Währung, die direkt mit mir persönlich verbunden ist. Genau das Gegenteil von dem, was man von den Kryptowährungen sich erhofft, diese
Freiheit, diese Nicht-Nachvollziehbarkeit, die es jetzt zumindest für die Gauner ist. Also wenn du und ich, wenn wir jetzt hier ganz normal Kryptos kaufen, da ist Geldwäschegesetz, ne? Da kommst du mal überhaupt nicht mit Anonymität hin. Aber wenn du es auch, naja, für Betrüger ist es eben möglich, das zu tun, wenn sie genug Aufwand betreiben, und dann kommst du eben nicht dran. Deswegen, ich bin kein großer Freund von Kryptowährungen. Ich glaube, dass wir damit in eine Welt laufen, in der wir massive Kontrolle unterliegen durch die staatlichen digitalen Währungen, die ja keine Kryptowährung, aber die Kryptos sind der Vorläufer dafür, sind so der Türöffner. Jeder findet es geil, jeder findet Kryptos geil, digitales Geld geil. Und wenn jetzt dann eben digitaler Euro kommt, digitaler Dollar, dann denkt man, das ist doch das Gleiche, das ist doch klasse. Und das Gegenteil ist der Fall. Dann wird man genau sagen, okay, jeder Euro, jeder Cent ist genau dir zuzuordnen. Du zahlst das nur digital, ist mit dir verbunden. Und dann kannst du da wunderbar auch einen CO2-Abdruck mit verbinden und sagen, oh, der Steffen, der hat diesen Monat aber schon 2 Kilo Fleisch gekauft. Du kaufst mal kein Fleisch mehr. Oder jede 100 Gramm werden exponentiell teurer. Oder was auch immer. Dein CO2-Abdruck ist schon leider am 14. Mai aufgebraucht. Die nächsten 2 Wochen fährst du mal überhaupt mit keinem öffentlichen Verkehrsmittel oder sonst mit irgendwas. Also da wird sehr, sehr vieles passieren, und das mag jetzt alles noch lustig sein und vielleicht im Rahmen des Klimaschutzes, wer da Fan ist, vielleicht ganz wichtig sein. Aber stellen wir uns einfach mal vor, in 20, 30, 50 Jahren haben wir mal eine totalitäre Regierung, als wir es heute haben. Man kann sich ja alles vorstellen heutzutage, geht ja oft schnell. Und dann hast du plötzlich eine totalitäre Regierung und die sagt, wie? Du hast unseren Reichskanzler oder wen auch immer kritisiert. Du kaufst mal die nächsten 14 Tage gar nichts ein und du verlässt auch mal deine Stadt nicht, weil du kaufst weder Benzin noch ein Busticket. Und wenn du dann weiter kritisch gegen die Regierung bist, dann können die mit einem Knopfdruck verhindern, dass du auch nur ein Brötchen kaufst. Ja, du kaufst überhaupt nichts mehr. Kriegst kein Lebensmittel mehr, du kriegst keinen Kugelschreiber mehr. Du bist einfach schlichtweg nicht mehr existent mit einem Knopfdruck. Und das ist eben mit einem 10-Euro-Schein nicht möglich. Wenn ich den habe, gehe ich in den Bäckerladen und kaufe mir ein Brötchen. Und vollkommen egal, was ich sonst tue. Aber wenn ich nur noch digitales Geld irgendwann habe, dann kann ich jederzeit aus dem Spiel genommen werden. Und deshalb bin ich kein großer Freund dieser extrem kontrollierbaren Systeme. Und ich befürchte, wie gesagt, dass die Kryptowährungen entweder sich in diese Richtung entwickeln werden oder dann an dem entsprechenden Punkt auch dann verboten werden, weil man sagt, guck mal, ist ja so viel Betrug, ist ja nur Betrug und da wird ja so viel beschissen mit, deshalb müssen wir leider verbieten. Jetzt kann man sagen, ja, das können die gar nicht, ne? Das ist ja Blockchain und dann, das ist ja überall, und ja, dann heißt dann eben, na gut, aber wer es eben macht, der muss dann eben mit 5 bis 10 Jahren Gefängnis rechnen, und das kann sich jeder überlegen, wie viel Risiko er bereit ist einzugehen, um dann mit seinen Bitcoins zu bezahlen oder mit seinen sonstigen Kryptowährungen, wenn dafür ein paar Jahre Bau draufstehen. Wir hatten es beim Goldverbot vor Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten auch schon mal, da waren bis zu 10 Jahre Gefängnis für Goldbesitz, und da kann man sich überlegen, was es einem wert ist, irgendwo eine Münze vergraben zu haben. Ja, ja. Also bleibt eigentlich zu hoffen, dass das an uns vorbeigeht und dass wir die Zukunft vielleicht ein bisschen proaktiver gestalten können. Aber das liegt dann wahrscheinlich an jedem Einzelnen, würde ich mal sagen, oder? Absolut, und deshalb bin ich, also wahrscheinlich wird es so kommen, wir werden es gar nicht verhindern können, und ich mache mich auch hier, ich hatte vorhin schon über meine Lebenseinstellung gesprochen, ich mache mich da auch nicht verrückt wegen, ich sage, ja, wenn es so kommt, dann ist es so, dann kann ich es auch nicht ändern, dann werde ich damit umgehen müssen, Punkt. Aber bis dahin versuche ich natürlich meinen Teil beizutragen, dass es möglichst lange dauert, und je länger wir mit Bargeld bezahlen, je länger Bargeld ein großes Element in unserer Gesellschaft ist, umso schwieriger wird es, es aus dem System zu nehmen. Wenn irgendwann mal kaum noch einer mit Bargeld bezahlt, vielleicht nur 5%, dann ist es leicht zu sagen, ach, guck mal, es braucht doch kein Mensch mehr, wegen den paar Spinnern lohnt sich doch gar nicht mehr. Solange aber noch die Hälfte des Geldes, der Zahlung bar passiert, ist es ganz, ganz schwer zu sagen, übrigens, morgen gibt es kein Bargeld nicht mehr, das wird nicht passieren. Das kann man in der Diktatur machen, aber bei uns geht das so leicht eben dann doch noch nicht. Und deswegen ist jedes Mal, wenn ich mit Bargeld bezahle, ist es ein Stück Protest, ist es ein Stück gelebte Freiheit und ist es ein Stück, kleines bisschen dazu beigetragen, die Freiheit noch länger zu erhalten. Und deshalb habe ich so einen Spruch, viele kennen den von mir schon, wenn ich irgendwo bin und bezahle, und ich freue mich schon immer, wenn die Bedienung kommt und fragt, wie möchten Sie denn bezahlen? Dann habe ich immer die gleiche Antwort. Es gibt genau 2 Möglichkeiten. Bar oder gar nicht. Sie entscheiden jetzt. Die Antwort ist immer die gleiche. Wahrscheinlich dann bar, gehe ich mal von aus. Gut, alles klar. Wir wären soweit am Ende. Hast du noch Fragen? Möchtest du den Zuschauern noch darüber hinaus etwas mitgeben?
Ja, also einfach nur seid vorsichtig, rennt dem Geld nicht blind hinterher, lasst euch nicht von der Gier nach einem schnellen Gewinn, nach einem tollen Renditeversprechen blenden. Das geht allzu leicht, dass man dann sagt, ach, vielleicht ist ja doch was dran. Nein, ist es nicht. Wenn es zu schön klingt, ist es auch zu schön. Lasst die Finger weg, rennt dem Geld nicht hinterher. Das Leben hat so viel mehr Wichtigeres, nämlich wirklich den inneren Frieden, wie man mit seiner Umwelt umgeht, mit seinen Mitmenschen umgeht, wie man ein glückliches Leben führt. Und glücklich heißt nicht glücklich im Sinne von Geld, sondern glücklich im Sinne von Herzen, von innerer Einstellung, ist viel, viel wichtiger als die Geldthemen. Und wenn man so eine Einstellung entwickelt, dann dauert es auch viel länger, bevor man auf so ein Betrugszeug reinfällt, weil man gar nicht so hinterher rennt. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dirk, vielen Dank. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, Steffen, und passt auf euch auf.